Ja, Jane. Leider nicht sehr ermutigend. Der Professor hält einen plötzlichen Ausbruch der Krankheit durchaus für möglich. Auch ein Professor kann sich irren. Ich glaube das einfach nicht. Es ist jetzt gleich 6. Ich werde gegen 7 hier wegfahren. Ich hoffe dann, gegen 9 bei dir zu sein. Ich freue mich sehr. Wiedersehen. Entschuldigen Sie, Professor, ich möchte noch rasch meinen Anwalt anrufen. Bitte, bitte. Was ich noch sagen wollte, Herr Kollege, bitte. Lassen wir ihn noch das Telefon nehmen. Bitte, Sydenham 79. Hallo, Mr. Redlow? Hier ist Peter Clifton. Ich sollte Sie anrufen. Telegramm an Ihre Londoner Adresse geschickt. Habe die Zeitungen gelesen. Sache steht sehr ungünstig für Sie. Was wollen Sie tun? Wieso nicht länger schweigen? Was wissen Sie überhaupt? Gut, wie Sie meinen. Ich fahre auf alle Fälle nach London zurück. Ja, Sie verständigen mich, wenn Sie fertig sind. Wiedersehen. Was Wichtiges? Ja, möglich. Redlow will eine eidesstattliche Erklärung ausstellen. Worüber? Ja, ich bin nicht recht klug daraus geworden. Er sagte, es hinge mit dem Testament meines Vaters zusammen. Testament deines Vaters? Ja. Redlow will mich heute noch sehen.